Wenn Gabriele Luther, Vorstand der ÖBB Personenverkehr AG, 55 Mädchen beim Frühstück begrüßt, dann muss wohl wieder Töchtertag sein. Mädchen am Zug. Anlässlich des Wiener Töchtertags lud die ÖBB Mädchen ein, die Arbeitswelt des Unternehmens einmal selbst zu erleben und verschiedene Berufe kennenzulernen. Dabei ist die Bahn aufgrund ihrer technischen Orientierung ein klassisches Beispiel für einen männlich dominierten Wirtschaftsbereich. Die ÖBB haben das ehrgeizige Ziel, das Geschlechterverhältnis im Konzern deutlich zu verändern. Konkret sollen bis 2010 10% der 43.000 Mitarbeiter Frauen sein. Man will mehr Mädchen und Frauen für technische Berufe begeistern. Der 7. Wiener Töchtertag bot Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren die Gelegenheit, Wiener Unternehmen hinter den Kulissen kennenzulernen. Mädchen sollen ihre Interessen und Begabungen auch jenseits üblicher Klischees erkennen. Daher liegt der Schwerpunkt klar in technischen, handwerklichen und naturwissenschaftlichen Bereichen. Ziel ist es, den Horizont der Mädchen für die Berufswahl zu erweitern und sie zu neuen und auch für Mädchen ungewöhnlichen Ausbildungswegen zu motivieren. Und dann gibst du nur so zurück. Und somit haben wir einen Gang geschaltet. Der Wiener Töchtertag wird von der Frauenstadträtin in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien und dem Wiener Stadtschulrat veranstaltet. Dass Frauen weniger Verkehrsunfälle verursachen als Männer, ist eine statistische Tatsache. Daher liegt es nahe, dass die ÖBB als Österreichs Mobilitätsdienstleister Nummer 1 mehr Frauen als Busfahrerinnen und Lokführerinnen gewinnen will. So, jetzt wart's ein bisschen gerade vor. Schiffrichtung, genau. Das sollst du eigentlich das Busfahren, weil ich eigentlich gespannt war, ob das ganz anders ist, als ob mit dem Auto oder nicht. Also ich freue mich schon auf die Fahrstunden, weil ich mir denke, Autofahren ist sicher urlustig. Mir macht Autofahren auch Spaß. Frauen am Zug statt nur im Zug. Immer wieder werden auch in den Familien alte Klischees bedient. Initiativen wie der Töchtertag bringen potenzielle Berufsanwärterinnen direkt an den Schauplatz ihrer möglichen Interessen und Begabungen. Frauen in technischen Berufen, das ist auch Chefinnensache. Ja, ich glaube, dass wir noch immer das Problem haben, dass Frauen viel zu wenig wissen, wie viele tolle Berufe es gibt. Und sie konzentrieren sich auf zu wenige Berufe. Und daher finde ich Initiativen ganz wichtig, wo man Frauen zeigt, welche Chancen sie auch in Berufen haben, die heute noch als männerdominierte Berufe gelten. Wenn es Frauen gibt, die zeigen, dass sie erfolgreich sind in diesen technischen Berufen, dann glaube ich, ist das für Mädchen eben Mut machen. Also ich bin Fahrdienstleiterin bei der ÖBB. Ich habe bei der Deutschen Bahn meine Ausbildung gemacht. Mein Vater ist Lokführer, daher lag es in den Genen. Und bin dort Fahrdienstleiter gewesen in Deutschland und wollte nach dem Umzug nach Österreich meinen alten Beruf wieder ausüben. Und daher dann der Start wieder bei der ÖBB. Ich bin für die Bildung von Zügen verantwortlich. Ich bin speziell im Bereich Güterzüge und arbeite am Flugbahnhof. Und wir stellen eben die Züge zusammen, wie sie dann ausfahren. Ich bin technische Zeichnerin gewesen und habe mir dann gedacht, na eigentlich schaue ich einmal nach. Ich möchte einfach einmal was ganz was anderes machen, möchte es probieren. Und das hat sich dann so ergeben. Also die Aufnahmeprüfung hat gepasst und sie haben mich dann genommen und ja, durch das bin ich eigentlich dazu gekommen. Man merkt das einfach, wie Männer in einem geschlossenen Kreis miteinander umgehen, wie man miteinander redet. Und wenn dann Frauen dabei sind, ist schlicht und einfach ein anderer Umgangston gegeben. Und das ist wichtig, weil das auch beim Kunden dann sich in der Folge niederschlägt. Mit rund 43.000 vorwiegend männlichen Mitarbeitern ist der ÖBB-Konzern einer der größten Arbeitgeber des Landes und ein wichtiger Impulsgeber für die Wirtschaft. Der Töchtertag will jene potenziellen Mitarbeiterinnen erreichen, die die ÖBB bisher noch nicht als Arbeitgeber entdeckt haben. Da werden sogar Meetings drinnen gehalten, Besprechungen zum Beispiel. Das passiert unter Dach mit dieser Winkscheibe, ist als Pfeifel drauf. Dass man vor der Abfahrt kurz pfeift, dass die Leute wissen, okay, jetzt kann man nicht mehr einsteigen, der Zug fährt ab. Ja. Bremse, Licht, Gas. Sie hat ganz viel Kraft, die hat 10.000 PS, eine so eine Maschine. Ja. Und das ist natürlich mit einer Diesellok nur ein bisschen anders. Ja.
Es gab viele Fragen und viele Antworten jenseits der üblichen Klischees über eine männerdominierte Arbeitswelt. Auf den zweiten Blick stellt sich beim Modellfall Töchtertag heraus, dass es nicht am mangelnden Interesse der Berufsanwärterinnen liegt, sondern oft nur der erste Anstoß fehlt, sich mit der neuen Berufswelt auseinanderzusetzen. Und genau das war ja auch das Ziel des Töchtertages 2008. Richtig, also alle, die gesagt haben, grün, der wird den Führerschein schaffen. Ihr hört schon, ich muss da immer seinen Fuß bleiben. Ja? Uns interessiert der Töchtertag sehr, weil es ist sehr spannend, wie die ÖBB arbeitet. Also ich finde es auch, dass die ÖBB sehr spannend ist und mich hat auch mal die Züge interessiert. Zugbegleiterin ist, finde ich, ein Mädchenberuf. Ich finde, es sollte jeder eine Chance haben für irgendeinen Beruf. Egal, ob es ein Männerberuf oder ein Frauenberuf ist. Ja, sicher, man soll es auch mal den Männern zeigen, weil die glauben immer, dass Frauen nicht technisch begabt sein können. Und ja, ich finde das gut, dass sie jetzt mal Frauen anfangen, sich in Männerberufen zu trauen. Das folgende Gruppenfoto täuscht eine frauendominierte Arbeitswelt vor. Es ist aber eine Botschaft für das breite Interesse an Männerberufen, in der Hoffnung, dass das gute Beispiel Schule macht. Der Töchtertag ist ein Anfang.